Dialyse-Blutreinigungsverfahren. Bei der Dialyse handelt es sich um ein Blutreinigungsverfahren. Aufgrund unterschiedlicher Erkrankungen kann es zu Nierenschädigungen kommen. Das hat zur Folge, dass die Funktion der Niere, nämlich die Entgiftung des Blutes, nicht mehr funktioniert. Bei der Dialysenbehandlung werden die Giftstoffe über eine spezielle Maschine der sogenannten künstlichen Niere entfernt. Die Patienten müssen mindestens dreimal wöchentlich 4 bis 5 Stunden eine Dialyseneinrichtung besuchen. Gäbe es dieses Verfahren nicht, würden sich die Patienten vergiften und sterben. Blutentnahme. Zur Blutentnahme wird eine Vene meist im Ellenbogen punktiert. Dazu wird die Vene mit einem Stauschlauch gestaut. Durch die Stauung füllt sich die Vene und lässt sich leichter ertasten. Dann wird die Stelle ausreichend desinfiziert, um keine Keime in den Menschen zu bringen. Die Schwester sticht mit einem geschulten Stich in die Vene und kann so ein Röhrchen nach dem anderen füllen. Danach löst man die Stauung, zieht die Nadel heraus und der Patient drückt die Einstichstelle mit einem Tupfer so lange ab, bis es aufhört zu bluten. Und jetzt, stopp.